Als Forscherin mag man gerne Neues entdecken. Man fängt an, was zu forschen, und dann kommt immer was Neues. Das ist wie so ein Sauerteig, aus dem wieder was Neues entsteht. Warum treibt einen das an? Einfach, weil es total Spaß macht, selber zu forschen. Aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß mit den jungen Leuten, die eigentlich die Ideen haben, dass man das ermöglicht, dass man die umsetzen kann und das irgendwie in einen wissenschaftlichen Kontext bringt und dann das nächste wieder anstoßen kann. Meine Forschung beschäftigt sich primär mit Beton, Recyclingbeton, Optimierung von rezyklierter Körnung, Mikrorisse. Zement soll teilweise substituiert werden durch rezykliertes Gesteinsmehl, das wir aufbereiten. Und dann haben wir auch überhaupt Forschungen zum Thema Rückbaufähigkeit von Bauwerken, alternative Bewährungen, Basaltfaserstabbewährung. Alles was Spannendes. Für die Forschung in Zukunft wünsche ich mir, dass sie gefördert wird. Wir müssen was in Richtung Nachhaltigkeit, Dauerhaftigkeit machen. Wir müssen schauen, dass die Forschung im Bereich Bau den schlechten Ruf des Baus etwas verbessert und das auch in die Bevölkerung tragen. Und das ist das Schöne an der angewandten Forschung, dass man was sieht am Schluss. Nicht nur ein Fachpublikum, das eine Publikation liest, sondern jeder sieht es.